So, und da sind wir auch schon wieder. Wir sind zwar immer noch in derselben Lobby, aber ich gucke gerade mal. Stimmen wir mal hier für Herrschaft of Strike Zone. Mal gucken, was dabei rumkommt. Warten. Ja. Well, Prison Break ist auch eine sehr schöne Karte. Herrschaft, Strike Zone. Juhu! Yay! Na komm. Waren wir jetzt eigentlich schon Level 8? Ich bin heute so unkonzentriert. Das merkt man auch wieder meiner Spiel. Das sind ja mal zwei geile Startpunkte. Direkt nebeneinander. Das ist ja. Da geht die Pommes ja direkt schon mal los. Erkimbo Waffen geben ihm mehr Feuerkraft und ja, das sieht zwar vielleicht cool aus, aber. Nein, ganz ehrlich. Mit zwei Waffen rumlaufen sieht auch nicht an. Sieht auch nur nicht mal annähernd so cool aus, wie viele vielleicht meinen. Im Maximalfall lasse ich mir das mit zwei Pistolen gefallen, aber alles andere ist witzfrei. Wie diese Nummer mit, ich renne mit zwei MPs oder zwei abgesägten Schrotflinten rum. Und hier nehmen wir mal die Honey Badger. Die man rumbauen muss. Will unbedingt Red Dot vielleicht drauf und den Griff vor allen Dingen. Mal gucken, wie viele Punkte wir vielleicht zur Verfügung haben. Vielleicht machen wir das dann hier gleich mal. Zwischen den Runden. Aber jetzt wollen wir erst einmal erobern. Aber sowas von. Charlie wird gesichert. Schön gesichert. Da da da. Da da da. Wir liegen in Führung. Da da da. Der Feind hat Alpha. Alpha wird gesichert. Nein! Warum stehe ich denn da alleine? Warum kommt denn keiner? Der Feind hat Bravo! Ja! Doch ganz alleine sitze. A wird gesichert! Nein! Na! Oh. Messen! Messen! Alpha gesichert! Nö. Was war das denn? Oh, naja. Sollte ich mir vielleicht mal wieder die Ohren putzen, damit ich auch mal höre, wenn was hinter mir lang rennt. Alle Punkte eingenommen, Positionen verteidigen. Ich sehe jetzt Bravo relativ ungeschützt. Wir verlieren Alpha! Wir verlieren Charlie! Satcom-Verbindung aktiv! Satcom-Verbindung aktiv. Wir verlieren C. Also diese Funksprüche gehen einem auch nur minimal auf den Sack. Wir haben C verloren. Der Feind hat Charlie. Wir verlieren A. Charlie wird gesichert. Wir verlieren A. Wir verlieren Alpha. Verbündete Satcom aktiv. Wir verlieren Alpha. Wir haben Alpha verloren. Verbündete Satcom aktiv. Der Feind hat A. Achtung, feindliche Vorräte. Sag mal, hab ich genug? Wir verlieren Charlie. Ja, genau. Ich hab ja auch nur gefühlt ein halbes Magazin losgelegt. Losgelassen. Oh oh. Die geht mir auf den Kopf. Nein? Doch. Es ist so vorhersehbar. Es ist so vorhersehbar. Hm? Was ist denn da ja? Huch. Na, da, da. Hm? Was zum... Hm.
Ja, mit der Pistole. Jetzt, also, jetzt fühle ich mich aber langsam mit. Verbündete Satcom aktiv. Ja klar! Natürlich! Verbindung aktiv. Oh. Ganz dringend aufhören zu spielen. Ja genau, kommt um die Ecke, zwei Schuss, bin ich weg, oder was? Jetzt ist es aber langsam mal... Ah. Alpha wird gesichert. Ich höre einen Hund. Feindliches Satcom gesichtet. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren B. Satcom-Verbindung aktiv. Wir haben Bravo verloren. Der Feind hat Bravo. Nein! Wir verlieren jetzt habe ich mir selber noch geflasht, Bank. Ach Gott. Wir verlieren Alpha. Wann will ich denn helfen? Der Feind hat A. Bravo wird gesichert. Nein! Ah, der war zu weit weg. Der war zu weit weg. Bravo gesichert. Huh. Nein! Das Bravo! Feindliche Satcom gesichtet. Leute, ihr merkt mich... Leute, ihr merkt mich hier in Schmerzen. Ihr merkt mich echt in Schmerzen. Heute ist nicht mein Tag. Alpha wird gesichert. Ach, dieser dämliche Hund! Vorsicht! Satcom-Verbindung aktiv! Der Feind hat A! Nein! Oh. Heute ist nicht mein Tag. Ja, dann mal ging es besser. Ernsthaft. Da ging es wirklich besser. Feindliche Satcom gesichtet. Was zum Henker? Moment mal. Ja. Ah, Charlie ist gut. Na, gucken wir mal bei Bravo. Wenn ich da bisher mäßigen Erfolg hatte. Verbündete Satcom aktiv. Verbündete Satcom aktiv. B wird gesichert. Nein, was zum... Hä? Verdammt. Hier nicht über den Tellerrand geguckt. Feindliche Satcom gesichtet. Jetzt muss doch mal drin sein, dass wir hier mal einen Punkt einnehmen, oder? Was zum... Alter, das ist ja mal eine voll miese Position. Alter Schäde. Alpha wird gesichert. Na, die muss ich mir merken. Die muss ich mir mal merken, die Position. Die ist ja mal richtig mies. Verbündete Satcom aktiv. Wir verlieren Alpha. Wir haben A verloren. Nein, das gibt's doch nicht. Boah. Verbündete Satcom aktiv. Wir verlieren C. Ja, der musste aber auch genau da rauskommen, musste der Arsch. Wir haben C verloren! Verbündete Satcom aktiv! Feindliche Satcom gesichtet! Der Feind hat C! Bravo gesichert! Der Feind hat A! Feindliche Satcom gesichtet! C wird gesichert!
Oh, verdammt, das war ja jetzt mal... Feindliche Satcom gesichtet. Okay, ich lauf mal nach A. A wird gesichert. Wir verlieren B. Verbündete Satcom aktiv. Wir haben Bravo verloren. Nein! Ich muss mir wieder angewöhnen, dich da an den Mauern lang zu laufen. Der Feind hat A. Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch echt nicht! Mensch, 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 Mensch. Wir gewinnen diesen Kampf! Charlie wird gesichert! Ich schenke mir das an Visier. Ich brauche dringend das andere Visier drauf. Na! Nahkampfangriff wäre vielleicht eine Kühe gewesen, aber nun gut. Ja! Ich sag dir, der Titel ist Selbstironie pur. Wir verlieren B! Aber es kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwo versuche, auf eine Ansatzweise zu klettern, direkt einen an Arsch krieg, oder? Jetzt mal ernsthaft. Trinity-Rakete im Anflug. Wir verlieren C! Verbündete Satcom aktiv! Verbündete Satcom aktiv! Okay. Wir verlieren Schuhe! Der Feind hat Alpha! Nein! Was? Wir verlieren Bravo! Aha. Okay. Wir haben Bravo verloren! Irgendwas muss ich falsch machen. Irgendwas muss ich... Boah. Ich darf da oben gar nicht in die Ecke gehen. Verbündete Satcom aktiv. Mir schlecht. Ernsthaft mal. Sag mal, es kann doch nicht wahr sein. Alpha wird gesichert. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich tatsächlich so beschissen spiele oder... ich meine, ich weiß natürlich genau, was kommt. Ja, du bist scheiße, du bist gut, du kannst gar nichts. Und ihr mögt auf der einen Seite recht, aber auf der anderen Seite, das kann doch nicht sein. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt mal umbauen können. Vielleicht haben wir jetzt genügend Punkte. Ja, Ausrüstung 1. Und die haben 8 Punkte. Das heißt, erstmal einen Griff. Oder Griff kaufen, ja. Und zurück. Und das Visier fliegt runter und... Hallo? Darf ich jetzt auch mal bitte... Visier, Visier, Visier. Projektile durch... Darf ich jetzt bitte fertig... danke. Das Visier schenken wir uns mal. Größeres Magazin oder mehr Durchschlagskraft? Oh... Wir nehmen mal größere Durchschlagskraft. Sehr schön. Und als nächstes finde ich dann mal den Perks. Dass wir da noch ein bisschen was kriegen. Wobei ich auch noch nicht ganz das mit den Perks durchdrungen habe, weil früher war es so, je länger man, wenn man die lange genug eingesetzt hat, wurden die automatisch verbessert. Oh, irgendwie, weiß ich nicht. Aufgeputscht auf Freefall, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na, das kann interessant werden.
Aufgeputscht ist ein äußerst interessanter Modi und ich werde wahrscheinlich gnadenlos verkacken. Mehr als gnadenlos. Und diesmal nehmen wir den Knarrer. Denn soweit wie ich das verstanden habe, kriegt man dann irgendwann dieses Aufgeputscht, hat nur 30 Sekunden dann noch Lebenszeit und muss kann hier mit jedem Kill den Timer resetten. Und so wie ich mich, bisher heute angestellt habe, könnte das äußerst unpraktisch werden. Ja, so. War schneller. Das gibt's doch nicht. Wieso überlebt der direkte Treffer? Die Knarre hat in seinem Körper gesteckt. Feindliches Abkommen gesichtet. Ja klar! Also Leute, heute ist echt nicht mein Tag. Aber auch das dürft ihr euch mit angucken. Aufgebunden. Das gibt es doch nicht! Wow! Oh, und es geht in die Etage tiefer. Sehr schön. Aufgebunden. Feindliches Abkommen gesichtet. Feindliches Abkommen gesichtet. Autsch. Wir verlieren Druck. Aufgeputscht. Dann kommt bereit. Na? Aber geht doch. Wird doch langsam wieder. Du. Satcom-Verbindung aktiv. Feindliche Satcom gesichtet. Lala. Du. Ist es hier gestattet, willkürlich paranoid zu werden? Meine Fresse. Ich bin darüber, Mensch. Feindliche Satcom gesichtet. Nein! Immer aus der Richtung, in die man natürlich nicht guckt. Furchtbar. Naja, wie ist es ein? Schneller Spielmodi. Macht auf jeden Fall Spaß. Nein! Wenn man denn aufpasst, was man tut. Ja, das war aber mal eine Schelle. Boah, 2012, also der hat, der ist mal scharf unterwegs. Tja, und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal kurz Pause und gucke, ob ich noch was aufnehme. Falls nicht, sehen wir uns beim sehen wir uns so oder so beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich immer fürs Einschalten und Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Aufnahmerunde. Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.